Hier werden wir unser Gebäude hinbauen. Das Ganze muss Büros haben, Briefkasten für Aufträge. Jo, Leute! Und willkommen zu einem neuen Video auf der Grill Ari! Ja, Freunde, wir sind hier gerade auf unserer Insel und ich habe gesehen, dass Blackjack und Timmy online sind, Freunde. Deswegen will ich da mal hingucken. Jo, Leute, was geht? Alter IT, was geht, Junge? Was geht? Alter, was macht ihr mal hier? Ich bin Bob, der Baumeister. Wir haben eine Firma gegründet. Ich habe eine Firma gegründet. Nein, wir haben eine Firma gegründet. Eine Firma? Erzähl mal, Blackjack, was für eine Firma? Die, bis jetzt heißt die, ja, wie heißt die? Blackjacks Bau GmbH, oder was? Nein. Ja, so in der Art. Oha. Ja. Timmy und Blackjack sind auch, Timmy ist auch dabei. Nein, das, wir sind so gleichberechtigt, IT, ich bin da auch mit dabei. Pass auf. Kann ich auch noch ins Business einsteigen? Ich habe noch gar keinen Job. Du kannst unsere Buchhaltung machen. Buchhaltung? Ja. Ja. Ja, IT, die Frage ist, kannst du bauen? Willst du bauen? Ja, also, ich sag bauen, mal so, das, siehst du das Gebäude da drüben, Blackjack? Ja. Das hab ich gebaut! Was ist denn das hier für ein Ding, Alter? Jetzt warte. Was baust du da, Junge? Oha! So. Also ich distanziere mich davon, was hier Blackjack baut. Blackjack baut einfach hier, weiß ich nicht. Blackjack baut ein... Blackjack, willst du das Laternendesign ändern, oder was? Was? Blackjack baut da einfach so ganz komische Dinge hin. Jetzt warte. Nee. Blackjack, ich hab ne Idee, was da oben hin muss. Timmy. Warte doch mal. Ich glaub dir gar nicht, was du hier mal weg. Jimmy, so. Ja. Timmy, du machst schon wieder nur Käse. So wird es nichts mit der Bau GmbH. Warte doch mal. Ey, wir können ja Timmy rauswerfen und Aldi einstellen. Nein. Oder? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Nein, das ist überhaupt keine Möglichkeit. Doch. Wo hast du auch Diamanten her? Ey, ich hab übel viele, Junge. Guck mal, meine Hände. Ja, ich sehe da nur einen, du Schwachkopf. Hier, guck mal, ich bin rich. Wenn du so rich bist, dann tut's dir ja nichts aus, mir einen Stack zu geben, oder? Oh, mit einem Stack kann ich nicht hin, aber ich könnte in eure Baufirma einsteigen. Ja, guck mal, Blackjack, ich muss kurz mit dir reden. Warte, erst wenn ich hier fertig bin. Egal, ich klär das Geschäftliche. Komm mal mit, IT, komm mit, ich klär das für dich. Komm, wir gehen hier ins Licht. Ja, also du möchtest jetzt ein Teil von der Blackjack Bau GmbH werden, richtig? Ich würde tatsächlich investieren. Ja, ja, das ist nämlich das Ding. Also die Blackjack Bau GmbH und Timmy ist auch mit dabei. Das ist schon ein bisschen wertvoll, weil wir haben jetzt 5 Aufträge. Einmal bei den Powerbaggern da hinten mit den Laternen und noch erweist sein Haus. Und dann kommen die anderen auch noch. Also die Firma ist locker 1 Million wert, ne? Oh, ich weiß nicht, 1 Million Diamanten habe ich nicht. Nein, da machen wir einen Freundschaftspreis natürlich, ne? Und das ist ja auch eine Langzeitinvestition. Also du wirst natürlich, die Firma macht ja Gewinne, ne? Und da wirst du natürlich dann auch mit beteiligt sein, sag ich mal, ne? Ja, ich würde safe investieren, wenn das alles läuft. Ja. Dann, was würdest du denn investieren, sag ich mal? Was wäre dein Budget? Ja, ich weiß nicht, also ich habe ein paar Stacks Dias auf Hand. Also ich kann was abgeben. Ah. Also du bist auf jeden Fall liquide, ja? Ich bin liquide, aber ich überlege, ich weiß nicht. Ich habe halt noch gar keinen Beruf hier auf der Insel, ne? Nein, Beruf brauchst du nicht. Wenn du Investor bist, dann ist es ja egal, ob du was gelernt hast oder nicht, ne? Also deine Diamanten sprechen ja für dich dann in dem Fall. Also, guck mal, ich könnte es so machen, ne? Wie viele Diamanten hast du gerade? Ich will kein unmoralisches Angebot machen. Ungefähr 90. 90 Stacks Diamanten. IT, du könntest mal für uns eine Rüstung springen lassen. Jetzt warte doch mal, Blackjack, ich verhandle hier gerade in deinen Namen. Okay, IT, du hast 90 Diamanten, ja? Und ich habe einen Verzauberungstisch. Na gut, den können wir auch von Blaze benutzen. Das ist eigentlich egal. Kann ich auch einfach selber machen. Ja, oder also so. Also ich sag's mal so, für 50 Diamanten bist du mit 25% Teilinhaber von der Blackjack und Timmy Bau GmbH. 50, sagt ihr? 50 Diamanten für 25%. Oh. Ja. Weißt du was? Das ist ein Deal. Blackjack, was sagt Blackjack dazu? Blackjack, was sagst du dazu? Gib die Diamanten her.
Ja, gib die mir, ich fahr. Also ich habe wirklich 25%. Gib die Hälfte Blackjack dann. 25% der Firmenanteile. Ja, wenn wir zum Beispiel 100 Diamanten kriegen, kriegst du 25. Oha! Ja, das ist Langfristinvestition, Junge, natürlich. Wisst ihr was? Ich investiere. Ja, dann gib doch her jetzt endlich. Ja, ich muss erstmal Diamanten holen. Wie? Du hast doch welche in der Hand. Ja, aber ich hab nicht so viel dabei. Ich und Blackjack wollen uns in Dia-Rüstung machen. Jetzt gib mir her damit. Ich hab 23 hier. Ja, die kannst du schon mal als Anzahlung geben. 23? Nein, ich geb euch alle auf einmal. Teil ich auf mit Blackjack. Wie? Ja, ich geb euch alle auf einmal. Warte mal. Bist du ein blöden Schnagger oder bist du ein Betrüger oder was? Bist du gar nicht so liquide? Doch, ich bin liquide. Warte mal kurz hier, Jungs. Ja, dann holen wir deine Diamanten. Ja, dann bin ich mal gespannt. Wir sehen uns gleich. Jo. So, Leute, hier ist Adi. Materialien bezahlen und so. Aber wir müssen uns doch irgendwas überlegen. Gefällt mir doch nicht so gut, was ich da gemacht habe. Ja, dann machen wir das andere. Ja, IT? So, ich will beteiligt werden mit 25% der Firma. Ja, dann machen wir einen Vertrag. Hast du mal ein Buch oder so? Wir können bestimmt eins besorgen. Ja, ich habe Leder dabei. Ein Stück. Hat jemand eine Feder? Ich hab Federn. Feder und Leder, besorg mal Feder, Leder und schreibe ich das ins Buch rein. Das ist unser Geschäftsbuch dann. Ja, okay, gut, ich hol ihm was. Sehr gut. Feder und Leder. Leute, Feder und Leder können wir auftreiben. Ich habe eine Feder. Oh, ich muss jetzt mal die ganzen Steine loswerden, Freunde. Ich sag es ehrlich, Leute, ich habe so viele Steine gefarmt. So, Stein, Feder. Leder können wir bestimmt auch besorgen. So, zack, zack. Ach, drop doch mal Leder. Junge, die droppen ja gar nichts. Wie viele Kühe müssen denn noch sterben, bis ich mal Leder kriege? Ey, es kann für euch... Oh, da ist es, Leder. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nur noch Zuckerrohr. Daraus machen wir Papier. Und dann können wir auch schon gleich ein Buch machen. So, zack, und einen Tintenbeutel brauchen wir noch. Den besorgen wir uns auch gleich. So, den Tintenbeutel können wir auf jeden Fall auch gleich auftreiben. Ist hier ein Squid? Ich sehe gar keinen. Aber wir können safe einen besorgen. Boah, ich bin einfach Geschäftsinhaber, Leute. Überlegt mal, ich habe 25% der Firmenanteile. Bauwerkzeug und so, ne? Weil ich sag dir ehrlich, wenn wir mal hier Diamantwerkzeug haben, hält das auch länger. Dann können wir also, ich sag mal so, pass auf. Einer muss auf jeden Fall zuständig sein. Wir brauchen. IT, du hast einen Zaubertisch? Ich hab einen Zaubertisch. Wir brauchen verzaubertes Werkzeug. Werkzeuge, ja, wichtig. Safe brauchen wir das. Aber dafür bist du zuständig. Aber jetzt will ich erstmal einen Vertrag aufsetzen, okay? Ja. Hast du das Buch? Ich hab einmal ein Buch. Einmal eine Feder. Ja, sehr schön. Hat wer ein Inksack? Was brauchen wir? Tinte. Ja, ich hol schnell einen. Warte. Hier schwimmen doch die ganze Zeit welche rum. Blackjack, hol dein. Wir machen richtig Business, Junge. Alter, wir werden Multimilliardäre. Ey, wir werden nicht nur Milliardäre, wir werden Zillionäre. Alter. Ich sag's dir, Junge. Ich will aber ein Dezillionär werden. Ich sag dir ehrlich. Ey, ich sag's dir ganz ehrlich. Wir werden die Reichsten auf dem Server mit unserer Baufirma. Alter, wo hast du die Angel her? Ich sag dir ehrlich, Junge, die Angel ist krass, die ist Köder 3. Was? Hör, dann kannst du voll die krassen Sachen angeln. Safe, und guck mal, ich hab auch schon kann man damit auch Chicks angeln? Boah, ich weiß nicht, müsste ich probieren. Versuch mal, wenn die Glück 3 hat, vielleicht haben wir dann ein Mega-Glück. Heftig, Junge. Ja, so, okay. So, hier ist der Tintenbeutel. Das jetzt hier machen, also... So, Timmy muss einen Vertrag aussetzen. Ja, wie geht denn das jetzt? Was muss ich hier machen? Ja, das musst du alles zusammencraften. Ach, das muss ich alles zusammencraften. Was ist hier für eine Hose? Was redest du? Da passiert nichts. Doch, Buch, Feder und Inksack. Oh, doch, da passiert was. Ja, okay, dann schreibe ich jetzt rein. Okay. Offizieller, was dann? Vertrag? Arbeitsvertrag. Aber, nein, nicht Arbeitsvertrag. Teilhabervertrag. Na, offizieller GmbH-Vertrag. Safe. Genau. IT 25%, Timmy 25%, Blackjack 50%. Chef mit dem GmbH. Hey, das klingt irgendwie nicht so ganz fair. Weil, warum? Ich hab das Ding gegründet. Seid ihr doof, okay, oder was? Also, IT hat
50, 60 Diamanten. Ja. Hä? 50 hatten wir ausgewogen? Ja, aber wir haben noch einen Auftrag reinbekommen gerade eben. Der Wert von der Firma ist gestiegen. Oh, okay, dann gebe ich 60. Ja, Aiti hat 60 Dias gegeben. So. Somit ist er Inhaber von 25% der Firma. Inhaber 25%. So. Dann Blackjack. Wir müssen aber doch alle unterschreiben im Vertrag. Ja, Blackjack hatte Idee. Ich bin der Gründer. Ja, plus Gründer. Ich habe die ersten Aufträge schon rangeschafft. Idee. Und eine ist Geschäftsinhaber mit. Auftrag. So, und wie viel hast du, Inhaber? Ja, 50%. Und du auch 25, Timmy. Nein. Doch, das ist jetzt zum Anfang. 30%. Nein, das ist jetzt zum Anfang. Wenn du dich integrierst, können wir den Vertrag gerne anpassen. Aber zum Anfang... Ja, wir schreiben da rein. Da gibt es ja noch Klauseln. Aber ich würde jetzt reinschreiben, du hast... Okay, Leute, ich hol mal ganz kurz noch ein paar Bios. Wir sehen uns gleich. Ja, pass auf, und ich bereite... Ja, Timmy ist Kunde, Arbeiter, verhandelt und was... Nein, du hast es nicht getan. Du hast den alten Skin reingemacht. Was denn? Nein, warte. Ich brauche kurz mal eine Truhe. Ja, und es hat er nicht gemacht, Blackjack. Hat er nicht gemacht. Also, was für 35%? Warte doch mal. Nein. Ich will den Vertrag lesen. 35 plus 25 sind 40. Ja, der wird vorher natürlich gelesen. Warte doch mal. Bevor der signiert wird, wird der gelesen. Oha. Ich glaube, das stimmt gar nicht, was ich da gerechnet habe. Ja. Blackjack. So muss das sein. Blackjack, ich brauche auch so einen Helm. Ja, natürlich brauchst du den auf der Baustelle. Und Aiti, wenn der endlich mal mit dem Vertrag fertig ist, zeigen wir dir, was die ersten Aufträge sind. Ja, okay, ich bin gespannt, Blackjack. Die heute erledigt werden müssen. Heute? So. Ja, also ein Auftrag muss heute erledigt werden. Aber ja, das ist ein kleiner Auftrag. Hey, dann machen wir safe. Der Vertrag ist fertig. Ja, offizieller GmbH-Vertrag. Aiti hat 60 Dias gegeben, somit Inhaber 25%. Jewe. Passt. Blackjack, Gründer, Idee, Auftraginhaber. Ja. 50%. Hallo! Timmy, Gründer? Bro. Du bist gar kein Gründer! Timmy, Junge! Du bist, warte, nee. Lauf, Bursche! Damit jetzt, Alter, sind wir witzig. Doch! Erster. Timmy, ich würde dich nicht mit mir anlegen gerade. Warte mal, Blackjack, ich besorg auch noch 60 Dias. Dann will ich auch erste mehr. Erster Angestellter. Hey, hallo, ich will auch 60 Diamanten investieren. Junge, es wird gar nichts investiert. Doch, Bro, 60 Dias ist nicht so viel. Okay. Ich investiere nicht. Wer nicht arbeitet, verliert seine Arbeit. Man darf nicht länger als einen Tag untätig sein. Warum steht da Timmy? Ja, weil ich unterschreibe. Achso, deine Unterschrift. Ja, aber Bro, hallo, Blackjack. Wer nicht arbeitet, verliert seine Anteile. Ich will 60 Diamanten investieren. Ich will mehr Prozente haben. Junge, es wird nichts investiert. Doch, Mann! Blackjack. Okay. Der Einzige, der jetzt investieren darf, bin ich. Ich will mindestens 35% IT? Ja, mach her, ich lese einmal. Ich will das auch lesen. Offizieller GmbH. Du hast doch geschrieben. Gegeben. Somit Inhaber 5. Blackjack Gründer. Wie viel Prozent hat Blackjack? 50? Blackjack hat 70% steht hier. Ey, IT, nicht rumkitzeln, das bleibt bei 50%. Wie gesagt, nach getaner Arbeit kann das gerne angepasst werden. So, ich hab signiert. Hallo, ich wollte das noch durchlesen. Nein. Timmy 25, 50, ja, passt. Ich will nicht 50, ich will für 30, 35. Ja, du kannst es haben, nachdem du hier was geleistet hast. Ja, das steht da aber nicht drin. Wo ist jetzt das Buch hin? Ja, wir machen eine Kopie. Das wird dann überarbeitet. Das kannst du eh nicht mehr bearbeiten jetzt. Ja, hier, kannst du lesen. Wir machen noch Kopien, Leute. 25%, das ist doch ein Witz, Alter. Was Timmy, das, harte Arbeit wird belohnt und damit gebe ich dann auch Anteile ab. So, gar kein Problem. Blackjack, ich investiere. Ja. Hier. Sehr gut. So, ich will auf jeden Fall... Ja, das tut mal hier für neue Werkzeuge machen. IT so. Gekündigt. Ey! nein, Scherz. Blackjack, ich habe investiert in die Firma. Nein, alles gut. Wie viel hat er denn jetzt investiert? 60.
Wie viel hast du investiert, Timmy? Null. Die kommen in die GmbH-Kasse. Ja. Hallo, die kommen in die GmbH-Kasse. Damit werden wir, wenn wir Werkzeuge. Angestellte haben, Helfer, werden wir die davon Werkzeuge. Natürlich bezahlen. Werkzeuge werden davon gemacht. Ja. IT, zuallererst mal zeige ich dir jetzt, was wir schon für Aufträge haben. Okay? Na los! Aber wir gehen erstmal schlafen. Willst du dasselbe zeigen, was du mir gezeigt hast? Ja. Ja okay, gut, wir sehen uns gleich. Dann sehen wir uns. So, Blackjack, ich will jetzt mal sehen, was hier unsere Aufträge sind. Achso, wir müssen ab sofort, es gibt einen offiziellen Weg darüber. Ja, okay. Obsidianbrücke oder was? Nee. Komm. Nee, jawohl. Oha, ich bin gespannt, Blitz. Wir brauchen auch noch ein Firmengebäude. Das gehört ja auch mit dazu. Das werde ich dir jetzt auch zeigen. Ich habe nämlich schon ein Grundstück gekauft. Hä, wo? Ja, da drüben. Blitz, das ist da drüben? Ja. Das ist die Weltmetropole. Ja, okay. Bin ich mir einverstanden. Deswegen bin ich auch Inhaber von 50%, weil ich musste ja erstmal verhandeln mit Max für ein Grundstück. Ich musste das Grundstück bezahlen, alles, du weißt. Ja, okay, verstehe ich. So, dann zeig mal jetzt, was hier los ist, Big Jack. So, also, unser Grundstück, das ist sehr, sehr gut, weil wir sind hier direkt an Hafennähe. Das heißt, Materialien, die angeliefert werden, können wir hier direkt, siehst du, so wie hier, Holz und so, alles direkt hier abladen. Hier ist unser Grundstück. Blackjack, also und, da fehlt noch IT. IT hast du vergessen. Hey, das habe ich ja nicht hingeschrieben und es ist ja erst seit jetzt. Also hier, wo quasi die Abteilung ist, hier werden wir unser Gebäude hinbauen. Das Ganze muss Büros haben, Briefkasten für Aufträge, ein großes Lager. Wir brauchen eine Feuerstelle quasi mit diesen Dingern hier. Ja, und da bauen wir Gebäude. Genau, hier wird quasi das Gebäude. Der erste Auftrag, den wir heute auf jeden Fall noch erledigen müssen, ist, du siehst, hier sind überall so Fackeln. Ne? Ah, die sind nicht schön. Genau, hier sind schon Laternen gebaut. Finde ich jetzt auch nicht so schön. Hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen höher machen, das müssen wir ein bisschen überarbeiten. Aber so wie diese Laternen oder wir bauen schönere, werden wir hier auf jeden Fall Laternen bauen. Heute. Ein Auftrag für heute. Das wird heute noch erledigt. Verstanden? Verstanden, Chef. Sehr gut. Ja, doch, das ist richtig so. Nein, das ist nicht richtig. So, dann ist hier der nächste Auftrag. Also hier dürfen keine Monster mehr spawnen. So wie diese Spinne hier, die muss auf jeden Fall direkt mal hier weg. Und oberste Priorität, der Auftrag kommt vom Bürgermeister Crimex persönlich. Keiner ist hier Bürgermeister. Hat der Bürgermeister nicht Müll. MBK? Nee, es gibt noch keinen. Ach so. Dann ist hier das Grundstück von Avive. Okay. Avive hat natürlich auch schon direkt einen Auftrag gegeben. Alter Ente, macht IT Praktikum bei Blackjack? Hey, das habe ich gehört. IT hat sich eingekauft. Der Inhaber. Ich habe 25% gekauft von Blackjack's Bauer GmbH. IT-Check GmbH. IT-Check. Ja, seht ihr mal. Also, Bro, was kostet eure Firma? Was kostet eure Firma komplett? Oh, die ist vom Wert her ziemlich gestiegen. Da müssen etwa 100 Dia-Blöcke, Stacks. Also 100 Stacks Dia-Blöcke. Ente! Hä? Ja, das ist richtig schlau. Was denn? Lass sie kaufen. Wollen wir IT kaufen, ne? Ey, ich werd nicht verkauft, Junge! Ey, Blackjack, was kostet IT? Und dann dürfen wir den zerlegen, so wie wir dürfen. Okay, wenn du IT kaufen willst, dann 3 Stacks Dias. Ey, 6 Dias zu IT! Und dann dürfen wir seine Köpfe farben und IT als Haustier halten. Du darfst danach machen, was du willst mit ihm. Ich hab gar nichts gemacht, Ente! Also, IT-Fokus bei der Sache. Das Grundstück hier muss natürlich begradigt werden, aber wir machen das richtig. Hier jeden Block einzeln auffüllen. Also, nicht nur die oberste Schicht, wie IT das immer macht. Nein, nicht nur die oberste Schicht, das wird ordentlich gemacht. Oh, ja, aber hier gewissenvoll. So, dann, Lukas möchte gerne, dass sein Haus etwa hier hinten anfängt. Ungefähr, so wo das Schild ist. Er möchte hier einen schönen Vorgarten haben, schönen Weg, schönen Vorgarten. Das Haus soll vom Style her so wie dieser sein, das Haus hier drüben. Aber er hätte gern auch noch ein Türmchen mit dabei.
Jetzt nicht so ultra hoch, aber ein Turm mit dabei. Ich dachte da tatsächlich so ein bisschen an den Style von deiner Taverne, weil da hast du ja auch Häuschen und diesen Turm und so dabei. Ja, safe, hab ich auch gerade gedacht. So, also etwas so wie deine Taverne, ein bisschen anders natürlich. Ja, aber safe. Von den Blaublöcken so wie dieses Haus. Aber Blackjack, ich glaube, das Haus hat erstmal noch Zeit, wir müssen uns um die Laternen kümmern. Die Laternen sind jetzt das allererste, genau. Safe. Gut, dann lass mal gleich anfangen. Genau, sollte das Grundstück nicht reichen, können wir das natürlich ein bisschen terraformen, ein bisschen größer machen, aber nicht übertrieben. Ja gut, dann let's go, Blackjack. Ja. Okay, dann mache ich hier einen kurzen Cut, Freunde, und wir sehen uns gleich. So, Blackjack, das sieht doch alles jetzt toll aus hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind die Wege jetzt schon mal wirklich gut ausgeleuchtet. IT, hier hinten habe ich noch was gesehen. Ja, safe. Und mein Einstieg in der Bau GmbH ist jetzt auch richtig cool gewesen. Das heißt, wir müssen hier aber noch ein bisschen was setzen. Also hier bei Max, aber das mache ich später. Ja, safe. Hier setzen wir auf jeden Fall noch ein paar hin. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch ein paar hin und hier das Grundstück für Ralf machen. Ja, aber wir müssen auch als allererstes mal... Was ist das? Ich weiß auch nicht. Als allererstes müssen wir hier dann unser Firmengebäude hinstellen, damit wir Lager haben, damit wir hier nicht die ganze Zeit so weit laufen müssen und so. Was knallt hier die ganze Zeit so? Severino, Moment, da ist irgendwie... Oh, kann ich hier vielleicht... Was ist denn das? Siehst du das? Hier. Hä? Das schaut aus wie eine Hose. Ach, die Hose hat meinen Pfeil genommen. Hey, was machst du hier? Wir haben mich verlaufen. Kiro, was? Hast du nicht meine Items geklaut? War da nicht irgendwas? Haben wir nicht irgendwas noch zu klären? Nun kommen wir endlich zum Sprechen. Der Übeltäter, warum ich das überhaupt gemacht habe, ist jetzt gerade nicht online, ja? Timmy. Kennst du den? Pinke Haare, immer was zu sagen, aber was Falsches. Timmy, sag dir was. Das klingt nach Timmy. Ja, das klingt nach Timmy. Richtig. Und IT, nachdem du André und Odoman auch noch bedroht hast über ihre Insel, war ich auch nicht erfreut. Ich lasse es euch mal klären. Viel Spaß. Tschüss, Blackjack. Und danke für die Firmenanteile. Erzähl weiter. Ich dachte, das ist euer gemeinsames Lager. Das betrifft ihn doch genauso. Ja. Ich check schon. Okay, erzähl weiter. Ja, also... Wie kann ich... Wir können da was aushandeln. Ja, ich würde sagen, machen wir. Wir sind ja mittlerweile dazu fähig, Diamanten zu besitzen, nicht wahr? Safe, aber das, was ich da drin hatte, das war doch niemals so viel wert wie Diamanten. Würde ich jetzt nicht sagen. Viele Stunden an Arbeit, weil du musst ja denken, das, was ihr da erfarmt habt, kommt ja noch aus einer Zeit, wo es wirklich sehr mühsam war, diese Sachen zu besorgen. Nicht wahr? Ich check schon. Okay, und wie kann ich die Items wiederkriegen, Kiro? Wie viele Diamanten besitzt du? Ich habe gerade 60 für eine Firma abgedrückt, 25%. Okay. Wie viele hast du jetzt noch? Wie viele willst du denn für die Items? Hast du noch einen halben Stack Dias? Du übertreibst, das war niemals so viel wert. Einen halben Stack vom halben Stack, also 16? 10 gebe ich dir maximal. Na, dann scheinen dir deine Items doch nicht so viel wert zu sein. Tschüss. Ey, wir sehen uns wieder, Kiro, Junge. Ey, bedroh mich nicht. Wir werden uns noch wiedersehen und dann werden wir werde ich die Items wiederkriegen von dir. Was willst du noch sehen? 16 Diamanten. 16 Dias? Yeah. Nix kriegst du. Nichts krieg ich, okay, dann spann mal deinen Bogen nicht so weit, sonst wird das vielleicht dir ins Auge noch gehen. Wir sehen uns wieder, Kiro. Tschüss. Oh Leute, der will 16 Dias von mir abknüpfen. Wucherpreise sind das. Aber Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und lasst ein Abo da. Ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal raus. Was meinten die mit schlechter Stadt da drüben? Wir werden das doch übelst aufmotzen hier. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.